Endspiel verloren. Die Jüterbocker Landesklassenfußballer zogen am Sonnabend gegen den Teltower FV mit 1:3 den Kürzeren. Sie haben nun keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. War es das für Viktoria in der Landesklasse für diese Saison? Wahrscheinlich, ja. Ich denke schon, ja. Wie fällt dein Fazit der letzten Partie aus hier gegen Teltow? Der Schiedsrichter hat das Spiel entschieden, muss man ganz deutlich sagen. Das ist ein Witz gewesen, was hier abgelaufen ist. Der Tor darf niemals gegeben werden mit 1:1. Dann sieht die Welt ganz anders aus. Wir waren nicht schlechter. Und zum Schluss, Tristan Tauscher hat zweimal die Führung ausbauen können. Hat es nicht gemacht. Das ist ärgerlich im Nachhinein. Wir müssen mal Wunden lecken und gucken, was rauskommt. Man sieht, Teltow ist durch und vielleicht haben wir noch irgendwie Glück, dass eine Mannschaft zurückzieht. Und dann würde ich hier weitergehen. Das sind starke Jungs. Und ich denke, die werden nächstes Jahr ihren Weg gehen. Wesentlich motivierter und umso mehr zeigen, dass sie das eigentlich können, definitiv. Hm. Aber trotzdem war das eine bittere Niederlage. Bis zum 1:1 habt ihr ja eigentlich einen Griff gehabt. Ja, ja, aber was wollt ihr wissen machen, wenn der Schiedsrichter so ein Ding gibt? Ja, der Schiedsrichter, auch euer Tor, war ja auch schon aus abseitsverdächtiger Position, das 1:0. Nee, klar, Ding. Eigentlich haben wir das Spiel hätte das Spiel definitiv nicht Teltow gewinnen dürfen. Aber naja, gut. Es ist erledigt. Geht es durch und haben wir noch ein Spiel am 21. Juni in Sieten und dann gehen wir weiter. Für beide Mannschaften ging es in diesem Nachbarschaftsduell um viel. Die Jüterbocker erwischten den besseren Start. Peter Bade brachte die Hausherren vor 150 Zuschauern auf dem Sportplatz am Rohrteich nach einer Viertelstunde in Führung. In den letzten 20 Minuten drehte der Teltower FV jedoch die Partie. Deshalb Stolley nutzte in der 71. Minute die Verwirrung, nachdem der Jüterbocker Torwart Enno Richter verletzt am Boden liegen blieb, zum 1:1 Ausgleich. Den aus ihrer Sicht unglücklichen Ausgleich verkrafteten die Jüterbocker nicht. Anstatt sich auf das Spiel zu konzentrieren, haderten sie mit dem Schiedsrichtergespann. Ein Doppelschlag von Stolley in der 82. und Edgar Hecht in der 85. Minute führte schließlich zur 1:3 Niederlage aus Jüterbocker Sicht.